da dran. Oh, guck mal, Patrick, wenn du mal gleich nach Hause kommst, dann guck mal sofort ins Lager. Ich finde, das sieht eigentlich ganz nett aus. Ja, ich komme gleich. Wenn man das so für überall bauen würde, da noch Lichter oder so dran, würde ich feiern. So, produzierst du jetzt? Nö. Produzierst du jetzt? Nö. Und tust du es nicht? Du hast Strom? Du hast Strom? Achso, der muss erstmal anfangen zu pumpen, deswegen, oder? Nö, hä? Das Ding falsch rumgebaut? Nein, natürlich. Was denn sonst? Ey, das sieht so richtig schön aus, wenn man das so bauen würde. Krass. Dass man da so viel ein Update 5 neu machen kann, gell? Mhm. Das gibt ja ganz schön. Ich mich vor dem Vieh erschreckt, Alter. Was denn? Ja, dieses Sprungvieh ist gerade so in meinem peripheren Sichtfeld aufgetaucht. Echt? Ja, ich habe mich gerade voll verjagt. Okay. Ist okay, Patrick. Ich muss was schreddern, hab gar keinen Bock auf die Items. Ja, komm, ich brauch kein Mensch. Das brauchen wir nicht mehr, 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 das brauchen wir nicht mehr. Das brauchen wir nicht mehr, das brauchen wir nicht mehr, das brauchen wir nicht mehr. Genau. Geht so eigentlich klar. Jo. Wir schalten noch MK4 Förderbänder frei, hast du gesagt, gell? Ich würde es zumindest gerne hinkriegen, ne? So, jetzt braucht der wieder den Strom und dann müsste es jetzt wirklich gehen, bitte. Hab ich jetzt nicht schon wieder Scheiß gebaut? Ja, wir produzieren Plastik. Halleluja. Wow. Wow, Patrick. Produzieren Plastik. Weil ich habe auch keinen Kram mehr. Für einen Container. Das Ding ist vollgelaufen. Ja, guck mal, das Lager stockt sich, kann das sein? Ja, ich wundere mich schon ganz, warum keine Materialien ankommen. Oh, Jesus, 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 Jesus. Ah! So. Erstmal wollte ich noch ein bisschen Dynamit herstellen. Ich habe was rausgefunden, Patrick. Was denn? Diese Giftpflanzen, gell? Ja. Die kannst du wegsprengen. Das ging früher aber nicht. Gut, dann weißt du ja, für was unser nächstes TNT reserviert ist. Ja, soll ich craften? Ich crafte. Ja, mach das. Ich habe das letztens im Video gesehen, du musst sie an die Pflanze knallen und dann einfach nur zünden und es geht weg. Okay, cool, cool. Ich guck mal, dass ich Schwefel jetzt bekomme. Oder hast du noch Schwefel, wenn ich fragen darf? Ich habe nichts Schwefel. Okay, dann muss ich mir aber holen. Dann muss ich mir Schwefel holen, gell? Mhm. Wo ist denn, ich glaube, die 100 Computer kriege ich heute nicht mehr hin. Weiß nicht. Ich weiß nicht, wenn wir eine echt längere Folge machen wollen, dann gerne immer. Ich weiß nicht. Vielleicht schaffst du es, Patrick. Ich weiß es. Ja, letztes Mal haben wir auch geschafft mit der Phase 2. Weißt du nicht mehr? Ja, aber knapp als knapp. Können Sie uns selber ausgerüstet? Boah, ruckelt das Game. Ich hab letztens auch einfach Uran getroffen. Guten Tag. Also wir haben Uran in der Nähe. Was? Ja, so Uranabfall halt, weißt du? Also für eine Gasmaske reicht dir 100, ja? 100, also 100 Gummi und 100 Dings. Wie heißt das? Dann bring ich dir erstmal das für eine. Weil sonst kriegen wir das mit dem Dings gar nicht mehr. Ich brauche jetzt auch Plastik für Platinen. Willst du die haben oder darf ich die haben? Dann nimm du die. Außer jetzt nicht unbedingt dringend. Dankeschön, Patrick.
So nett bist du. Ja, immer. Gib mir einfach mal meine Gasmaske. Also, ja, Gasmaske. Ja, hier ist irgendwo die Uranstrahlung. Ah, hier ist. Ah, da, da. Irgendwas ist da. Die Gasmaske schützt sich auch davor, glaube ich, ne? Ja, nee. Uran nicht. Uran brauchst du was extra, ja. Okay. Uran brauchst du einen Schutzanzug. So, dann haben wir gegen noch Gummi dort höher. Das da. Komm gleich mal wieder nach Hause, gell? Ja, mach das. Ich kann mir den Hund ja Gummi geben. Ah, ich brauche noch ein bisschen Gewebe, sonst kann ich mir keine Gasmaske herstellen. So. So. Ah, diese Kabel, gell, die regen mich voll auf. Die liegen jetzt einfach hier. Welche Kabel? Die du bei Schwefel hingeschmissen hast. Achso, ja. Oh, die sind voll nervig. Ich komme, Patrick. Komm nach Hause. Ja, ich muss auch erstmal wieder hoch. Ja, ich glaube, die Gasmaske kriegen wir nicht. Ich weiß warum. Wir brauchen noch mehr Gewebe. Dafür brauche ich Milzisu. Weil du es ja nicht mehr markiert hast, musst du erstmal wieder suchen, wo das ist. Ich finde das bestimmt wieder. Boah, ich bestimmt auch wieder. Aber was wolltest du da eigentlich? Mit dem Sun-S kann man doch sowieso noch nichts anfangen. Ich hab's halt schon mal angebaut. Darf ich nicht, oder was? Sag ich nur. Ich hab das schon mal angebaut, weißt du? Ich hab's doch nur angebaut. Hm. Ich wollte schon mal vorproduzieren, weißt du? Hm. Das wird auch so, sie wollten über ihren Avatar sprechen, Herr Carter. So, ja, keine Ahnung, was er was zum Sommer passt, oder? Wir haben jetzt bald Sommer und so. Dann kann ich ja eigentlich den nehmen, den ich dir da gemacht habe, den du im Moment als Branding hast unten in der Ecke. Brauche ich ja gar keinen neuen zu machen. Was, welchen? Du hast unten in der Ecke, hast du doch so ein Branding. Also dieses, der Carter da mit der Sonnenbrille. Der passt doch dann. Achso, ja. 100, 100. Ich weiß nicht, ob der passt, weißt du? Müsste. Stell mir gerade, willst du auch ein paar Fallschirme? Nee, die brauche ich nicht. Ich aber. Ja, du sowieso. Für Notfall, gell? Du solltest nicht einen Schritt ohne Fallschirm laufen. ich stell mir gerade ein bisschen Schwarzpulver her, gell? Dann können wir uns mal ein bisschen TNT machen. Tu das, tu das. Und dann können wir mal versuchen. Fahren vielleicht mit bei einer Sprengung? Nö, nee, brauch ich nicht. So. Ich brauche keine Sprengung. Auch immer Fallschirme, gell? Mhm. So, ich versuche mal die Dinger wegzusprengen, gell? Ja. Ich wollte Eisenrohr. Ich wollte auch so viel, jetzt aber spreng, spreng! Ja. Ich will runterspringen. Eisenrohr, Eisenrohr, Eisenrohr. Zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Jetzt überlebe ich, Patrick. Nö. Achso, du hast ja einen Fallschirm, der dann doch. Ach, stimmt ja, gell? Mhm. Jetzt kann ich ja auch das Dach hier endlich mal fertig bauen. Runtergeflogen, ich wollte hier. Boah, erstmal ein Fallschirm. Oh, der Fallschirm ist richtig geil, gell? Das kann ich einfach so runterspringen, das geht ja. Bist du bereit, Patrick? Immer. Notzünder in die Hand nehmen, nachladen. So, da ist jetzt eine schöne, fette Giftpflanze. Nee, wo ist sie denn? Hm. Wenn man sie sucht, gell? Da sind Gas. Da sind sie. Das ist gar nicht mal so einfach. Oh, was ist das? Nee, das wäre so einfach. Es funktioniert, Patrick! Du kannst sie wegspringen. Aber die schlagen schneller aus als gedacht, gell? Wie, die schlagen schneller aus als gedacht? Ja, ich bin da hingerannt und die sofort ausgeschlagen. Die sind Sekunden ausgeschlagen. Ich habe sogar ein bisschen Schaden bekommen. Ich habe gedacht, du denkst dran, dass du eine Gasmaske hast. Sieht schon um einiges besser aus. Ja. Ja, auf jeden Fall. Kann ich nicht auch das hier weg?
Ich brauche noch ein bisschen Gewebe. So. Bin mal ganz weg, bis gleich. Ja, bis gleich. Da bin ich mir noch nicht so drin. So. Hm. Egal, bleibt das mal so. So, dann nochmal nach Laster gucken. Bin mal wieder da. Ja, du warst gerade so schön entspannt. Boah, dein Ernst? Ich geh auch gleich wieder. Ich hab. Dein Ernst? Quatsch. Ja, ich kenne dich, Patrick. Ich mache doch nur Spaß. Ich kenne dich doch, Patrick. Ja, dann weißt du ja, dass ich nur Spaß mache. Wir kennen schon zu lange. Hier so wenig Plaster. Hä? Soll ich mich verarschen? Achso, kein Strom mehr, das ist ja gelobt. Oh Patrick, du machst heute nur Fehler, kann das sein? Ja, irgendwie schon. Jetzt produziert das Ding auch wieder. Ich hoffe, das überlebt unser Netz, aber wenn wir das heute schaffen wollen, muss ich das Ding auf jeden Fall übertappen. Was soll man machen, Patrick? Wenn sein Netz nicht überlebt und? Wenn die Energiespeicher leer gehen, ist das nicht so schlimm, oder? Also. Ja, jetzt kratzen wir Energiespeicher an. Wie viel haben wir denn, man? Wie viele Stunden haben wir denn da für Minuten? Kann sich nicht ganz entscheiden. 4 bis 7 Stunden, irgend sowas. Ja, das reicht auf jeden Fall. Oder? Ja. Oder? Zumindest heute. Ja, klar. Aber das würde ich halt lassen, das Sum-Erz ans Stromnetz anzuschließen, weil das ist absoluter Schwachsinn. Ja, aber das ist wahrscheinlich wieder vollgelaufen, weißt du? Hm. Also ich glaube, produzieren wird es nicht mehr. Ich habe es ja nur, ich habe ja keinen Container oder so vorgemacht, ich habe gar nichts vorgemacht. Ja, ich wollte halt nur mal vorsorgen. Darf ich nicht? Ja. So, 170. So, die erste Computer. Oder die erste. Der erste Sachen Computer. Der S-Computer wird produziert. Kennt ihr SG-SG, meine Audio von Darm, Drachenlord? Was denn? GSG in mein Audi. Keine Ahnung. Unser Energiekratzen an. Oh Patrick, guck dir das mal an. Krass, krass. Ist da oben gespeichert? Warum ist das gespeichert? Es geht in mein Auge. Aber ich glaube, in ganz in der Nähe ist hier Uran. Und man, irgendwo ist so hoch die Strahlung, dass ich Strahlungslevel ist dann so hoch, weißt du? Das maximal, was geht. Yes. Das nächste war Kabel. Energieschnecke. Schrauben kann ich noch holen. Ja, ich glaube, es wird am Plastik hapern. Dass wir nicht vorwärts kommen. Eine Energieschnecke gefunden. Hat weggesprengt.
ist cool. Ist ja auch sprengbar. Ist ja auch sprengbar, habe ich gefragt. Versuch's. Schauen wir mal. Ja, der ist sprengbar. Kann man auch Bäume in den Wind bringen. Ja, aber das bringt doch nichts. Kannst du ja auch einfach so weghauen. Würde ich aber. Das will ich jetzt mal testen, Patrick. Ja, wenn wir später unendlich davon haben, dann kann man mal Bäume wegsprengen, oder? Boah. Also ja, ist das einen modularen Rahmen muss ich auch noch herstellen. Hey, springst du aber nur einen Baum dann weg, gell? Ja, ist doch voll die Verschwendung. Ja. Da springst du auf einmal mehrere weg, weißt du? Das wäre ja ganz geil gewesen. Naja, wenn du mit der Kettensäge zwischen mehreren Bäumen stehst und einmal runterdrückst, und einmal drückst, dann geht auch mehr weg. Weiß, Patrick. Willkommen. Ich weiß, das ist Patrick. Mehr Schrauben, noch mehr Schrauben, noch mehr Schrauben. Noch mehr Schrauben. So, die sind schon mal weg. Also, diese Steine sind nicht springbar, gell? So manche Steine sind echt nicht springbar. Leider. Ist aber echt schade, muss ich sagen. Jupen. Ja. So. Einmal das Game neu starten, oder? Warum Game neu starten? Mögt ihr Kuchen TV? Also ich kenne ihn nicht. Ich kann den auch nur vom Hören sagen. Kann man das Spiel installieren oder muss man das kaufen? Kaufen. Das muss man kaufen. Ist aber öfter mal zum Beispiel bei Epic für 14 Euro im Angebot. Und geht nur auf PC. Im Moment ja, es soll aber irgendwann, also wenn Final ist, soll glaube ich eine Konsolenversion kommen, aber nicht drauf festnageln. PS4 oder Xbox? Wenn auf beide Konsolen, glaube ich. Jingle-Karte oder Darmstadt? Jingle-Karte. Na, dankeschön, Patrick. Also momentan kostet Satisfactory 30 Euro, die 30 Euro, mit Gutschein aber dann nochmal 20 Euro, oder? Nee. Es gibt irgendwie, glaube ich, gerade einen 10-Euro-Gutschein, kann das sein? Mhm, noch bis zum 27. Echt 27? Ja, gut. Gültig bis zum 27.02.2022 um 17 Uhr. Siehst du. Für Spiele zum Preis von 14, also 15 Euro oder höher. Das Set Fee ist ja höher. Mhm. Ja. Nichts Besonderes. Das ZV ist halt schon. Und du brauchst einen sehr guten Rechner für, gell? Ja, es geht. Ein jetziger Rechner ist nicht das Prickelste, wenn du mal ehrlich bist. Ja, aber es ruckelt halt nämlich. Wenn du es echt flüssig spielen möchtest, dann brauchst du schon eine ganz gute. Ich vergesse alles, was man für Werkstahlträger braucht. Bei mir bist du, ja, Angelo, aber Jingle gerade auch nice. Ich hab's nicht ganz verstanden. Oh. Bei mir weißt du ja, Angelo. Aber Jingle Karte auch nice. Eigentlich müssen wir auch nochmal Katzenklo umschreiben. Was? Katzenklo, das Lied von Helke Schneider. Es rappelt im Karton, tong, 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 tong. Das meinte ich nicht, aber das ja, da bin ich auch noch dran. So, Katzenklo, Katze. Katzen. Ich hab da schon die Idee, glaube ich. Kann man dann auch gleich eine Anspielung auf Satisfactory machen? Bam, bam, was ist hier los? Auch nice. Ja, da kann man auch nochmal eine neue Version von machen, irgendwann mal. Aber das ist, glaube ich, ein Satisfactory nicht so cool. Aber muss man mal gucken. Oh, ist ja von Zucker. Das Lied ist jetzt schon 10 Jahre alt, kann das sein? Mhm, ja. Warte, ich guck mal gerade. Wie alt? Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Achso, ich wollte Schrauben holen, die ich nicht geholt habe, ne? Natürlich nicht. Also das Pam Pam kam vor 10 Jahren raus. Siehste.
Am 29.06.2011, oder? Mhm. Ja. Und das war schon Re-Upload. So, und 1080p hatte die du schon da 1080p gehabt? Ja. What? What? Der Feinzeit, da hatten die schon Auflösungen. Nee, Mayahi, dieses Meme draus ist ja nur mit 84p. Das ist halt auch schon älter. Ich glaube 2006 hatten sie auch schon eine Auflösung von 84p. Kann gut sein. Ja, was länger gedauert hat als das HD, war eigentlich dieses, wie heißt es? Dass wir über 15 Minuten Videos hochladen durften. Warum war das so bröckelig? Was? Warum war das so kompliziert, sag ich mal? Das durften halt nur YouTube-Partner früher. Ey, ich bin gar kein Mod bei dir. Hä? Bist du Mod bei mir? Nö, ich hab grad mal Leute reingeschrieben, ich bin kein Mod. Da muss ich mich auch mal dran. Muss ich mich mal dran machen. Hätte schwören können, du bist Mod. Warte mal, kann ich das? Ich war aber Mod bei dir. Ich war noch nie Mod bei dir, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube aber doch. Bei mir bist du Mod, ja, das weiß ich. Warte, soll ich mal auf deinem Kanal vorbeischauen? Konto wechseln. Moment. Guck mal schnell nach, okay? Mhm. Du hast als Mod. Ja, nur den Streamerbot und Zoga hast du als Mod. Okay. Ja, und Eve müsste auch sein. Au. Ha, was? Eve müsste auch Mod sein. Nee. Okay. Egal. Ausgeblendete Nutzer Space VT Live. Ja. Wer jede Chance zum Spam nutzt, wird ausgeblendet. Was hat er gemacht? Gespammt oder was? Naja, also. Eigentlich, wenn es nach Yvonne gegangen wäre, wäre es auch schon nicht mehr auf dem Server. Das ist egal. Wie schon gesagt, ich möchte nicht mehr über ihn reden. Oh ja, sorry. Super leid, Patrick. Nö, ich sag's nur. Habe dich dran erinnert? Mach das mal. Ah ja, hier, das gibt eine Beschwerde wegen Unterstützung. Hier, krieg keinen Anfall. Headfinding? Mayahi kennst du schon noch, oder? Mayahi. Ja, das kenne ich noch. Mayahi kam ja. Ich glaube, ein Meme von Mayahi kam früher raus als das Lied Mayahi. Nee, kam's nicht. Also. Ganz sicher kam das Meme nicht früher raus als das Lied. Aber es gibt mehrere Remixe davon. Das Lied kam nicht auf YouTube on. Davon gab's schon den Meme. Bevor das Lied auf YouTube online kam, das gab's. Das könnte gut möglich sein. Das war früher nicht so üblich, dass Lieder auf YouTube hochgeladen wurden. Das ist erst später gekommen. Ja, mal machen. Mhm. Soll ich mal wieder im Game hier? Früher war YouTube mal hauptsächlich Dings. Hauptsächlich Katzenvideos. Kinder. Katzenvideos. Ja. Also war ich schon die ganze Zeit beteiligt. Ja. Guten Abend, Patrick. Erstmal Kaffeechen, gell? Immer. Wir haben jetzt Abend, Patrick. Wir haben jetzt gleich Nachtruhe. Ja, dann geh schlafen. 130. Und wie viel haben wir davon? Können wir mal das Teil angucken. Ist einmal 200 vollgelaufen. Hab ich jetzt genug für einen Container? Ja, du kannst ja hier wirklich im Ventil alles einstellen, wie viel Kubikwasser da durchfallen sollen. Cool. Aber da müssen wir uns erstmal ein bisschen auseinandersetzen, bevor wir das machen. Ja, ich denke mal, das sollte ja recht kein Problem sein, oder? Rechtlich. Rechtlich? Was? Die Idee jetzt mit Katzenklo finde ich voll cool. Das muss ich dir nachher erzählen. Ja, kannst du ja machen. Nachher erzählen, kannst ja auch im Stream machen, oder? Nee, ich möchte das nicht im Stream erzählen. Ich möchte erst dein Feedback. So gut, dass du das. Ja.
liebe die neuen Geländern, du. Lass aus der Mitte weg. Was? Lass aus der Mitte weg, das finde ich bescheuert. Warum? Das sieht voll cool aus. Nee, ich finde das in der Mitte voll nervig. Das sieht so aus wie so eine Warteschlange. Und wenn du dann mit dem Explorer hoch oder runter fährst, dann bleibst du ja alles dran hängen. Das sieht so cool aus. Was hast du denn dagegen? Oh, und. Nee. Hab ich einen Taste. Im letzten, gut. So. Neuen Computer. Aber an den Rändern findest du es okay, oder was? Was? An den Rändern findest du es okay? Ja, da kannst du machen, ne? Da kannst du das gerne tun. Das ist total geil mit den neuen Rändern, weißt du? Weil früher ging das ja einfach nicht, weißt du? Mhm. Früher ging das ja nicht. Das war falsch. Wenn man zum Felsen ganz einfach bleibt. Eigentlich wäre es, ich weiß, ich bin doof, aber eigentlich wäre es cool, wenn man die Biomasseanlage, die du da gebaut hast, hier neben das Lager bauen würde, weil dann könnte man es nämlich hinten anschließen, dann müsste nicht die Biomasse auch noch durchlaufen. Ja, komm auch nicht. Ich hab das auch nicht fertig gebaut. Das war ja gar nicht das fertig, weißt du? Ja. Ja, ich hab bisschen was anderes zu tun dann gehabt, weißt du? Also, dass man das halt hier genau neben das Lager baut. Also unten halt, ne? Und dann könntest du es halt ja, von hinten anschließen. Ja, ja. Ja, mach doch. Ich hätte aber was anderes zu tun, weißt du? Als mir jetzt ums Lager, um das Ding zu kümmern. Deswegen hab ich damit aufgehört. Weil Dirk sagt, das heißt lassen. Deswegen hab ich's auch mal gelassen, weißt du? Hä, jetzt heißt es wieder 23 Stunden? Kurzzeitig geladen? Also unsere Batterien sind lustig. Angelo ist in Top von Lieblings-YouTubern. Ist in meinen Top von Lieblings-YouTubern. Ne, Dankeschön. Guck mal, krieg ich auch ein paar Kommentare, Patrick. Pam, pam, pam. Das ist ja auch schon voll alt, das Pam, pam, pam. In dem Lied hast du aber eingefressen, ne? Was? In dem Lied hast du einen gefressen, ne? Warum? Weil du es als wieder anfängst. Egal, er schreibt so einen Chat. Er schreibt mich nicht so. Warum nicht? Guck mal, Patrick. Guck mal, Patrick. Ja. Ich guck doch mal, das hängt ja voll drin. Ich mach nichts, Patrick. Guck doch mal. Oh. Ich mach nichts. Nicht das geringste gesehen. Ach, Patrick, du hast aus dem Rücken. Mit? Du hast aus dem Rücken. Echt, hast du mir sonst einen Rücken geknallt? Ich könnte jederzeit sprengen, wenn du willst. Ich könnte jederzeit sprengen. Ja, dann bin ich platt. Ich könnte jederzeit sprengen. Aber nur, wenn du auf den Sack gehst. Du kriegst ja nicht mehr los, gell? Das kriegst du ja nie wieder los. Nee. Hast du Platz? Sieht geil aus, Patrick. Oh nein, jetzt hab ich die neuen Computer da reingepackt. Ich voll Idioten. Ja. Erstmal Feuer und abgeschossen. Wie baust du das? Platin. So, dass es ansatzweise funktioniert. 19. 100, Alter, das dauert noch ewig. Ich weiß. Was soll man machen, Patrick? Schrauben sind noch da, Kabel sind noch da. Das dauert so lange. Betaktet doch voll, hast schon voll betaktet. Nee, das bringt doch nichts. Es geht doch darum, dass die Platinen nicht schnell genug sind und die Plastikproduktion daran hängt. Was soll ich machen, Patrick?
Ich sag's doch nur. Plastik kommt nicht hinterher und Schrauben kommt auch nicht hinterher. Fast. Na, Schrauben sind aber eigentlich ganz okay, wenn ich mal. Was ist das hier, Patrick? Was? Das hier. Was denn? Hier. Wo denn? Markierst du schon wie so ein Irrer. Bist du schon wieder hin? Ich bin unten. Ich wollte gerade. Warte, ich hole jetzt noch die Platinen. Jetzt bin ich hier umsonst runtergegangen. Also ich kann jederzeit sprengen, den Patrick. Jederzeit. Ja, dann tust du. Nein. Du bist doch. Nee. Ich will, dass du dich fett erschreckst. Also wenn du das Game verlässt, ist er immer noch da. Auch nicht, oder? Keine Ahnung. Das kann ich dir nicht sagen. Aber normalerweise, der Avatar bleibt ja eigentlich immer vorhanden. Richtig. Ey, Michael, kannst du mal aufhören mit dem Pam-Pam? Was ist denn hier los? Ich mach gleich ein verbotenes Wort. Nervt mich, gell? Mann, nett zu deinen Zuschauern, also bitte. Ja, es nervt aber nur so ein bisschen. Was da? Was? 17 Platinen. Ich hab noch ein bisschen Plastik und ein paar Platinen nachgelegt. Immer 24 Computer. Das sind Viertel ungefähr. Komm mit, hier. Was soll das hier sein? Das? Ja. Das ist mein privates. Keine Ahnung. Ich hab gedacht, hier können wir vielleicht Kisten reinstellen oder so. Dass man die Dinger hier nicht sehen muss. Ja, warum machen? Nicht? Jetzt mal die Computer hoch, auch wenn es absolut sinnlos ist. Stahlbeton müssen wir auch mal am Fließband produzieren, ne? Ja. Okay, hab ich es jetzt mitgenommen? So. Das ist nicht übertrieben, Patrick. Leute, wie geht's euch denn so? Geht gleich essen, gell? Tu das, tu das. Ich geb die Schokoladenpizza. Mhm. Ich kann ja sagen, dann schaffen wir es heute nicht mehr. Weil dann höre ich nämlich auch auf. Weiterspielen, oder? Mhm. Oder? Weitere drei Computer. Ja, aber Takt ist doch nicht, dann geht's doch schneller. Ja, hab ich doch gerade.